Hallo. Verdächtig. Tag 3. Also, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt mit dem Verdacht? Ich fange mal ganz vorne an. Ich bin nicht verdächtig, sondern ich bin der Angehörige eines Verdächtigen, der vom Gesundheitsamt die Mitteilung bekommen hat, dass er jetzt 2 Wochen zu Hause bleiben muss und einfach warten soll, bis das Gesundheitsamt kommt, um den Test zu machen. Der Tag 1 ist verstrichen. Tag 2 ist verstrichen. Heute sind wir am Tag 3 und das Gesundheitsamt ist noch nicht aufgetaucht. Nun gut, sage ich. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Die fahren ihre normalen Schichten hier in Berlin. Alles völlig stressfrei, ja, so von morgens um 8 oder vielleicht fangen die um 7 an bis nachmittags. Wenn sie ein paar Überstunden schieben, bis 5. Und dann war es das. Und die Leute, die sie dann schaffen, schaffen sie und die anderen schaffen sie halt nicht. Okay, heute ist also Tag 3 und ich hoffe, dass sie das dann heute schaffen, mal vorbeizukommen für den Test. Ich selbst wurde von meinem Arbeitgeber nach Hause geschickt, weil ich der Angehörige eines Verdächtigen bin und damit natürlich auch verdächtig. Und mir wurde die dringende Empfehlung mitgegeben, doch bitte einen Test zu machen. Mein Arbeitgeber weiß, dass er mir das nicht verordnen kann. Es ist also jetzt tatsächlich eine freiwillige Maßnahme von mir, dass ich jetzt zum Test gehe. Als Angehöriger eines Verdächtigen. Ja? Da gibt es gewisse Vorbehalte bei mir. Ja? Stellen Sie sich vor, ich werde jetzt positiv getestet. Als Angehöriger eines Verdächtigen, dann muss ich doch tatsächlich auch in die Quarantäne. Ja, obwohl, ich habe nichts. Ne? Also mir geht's gut, mir geht's brillant. Ich möchte gerne weiter hier im Grün sitzen und mein Brötchen essen und ein paar Sonnenstrahlen einfangen und mir überlegen, wie mein Unterricht morgen weitergeht. Aber all das findet ja nicht statt dann. Ne? Also mein Unterricht findet ja jetzt schon nicht statt, weil ich der Angehörige eines Verdächtigen bin. Also diese Mannschaft, die da oben regiert, hier in Berlin, die will jetzt tatsächlich Maßnahmen weiter verschärfen. Dabei hat sie die laufenden Maßnahmen noch nicht mal im Griff. Gar nicht, ja. Beim RKI werden weiter Zahlen zusammengedichtet, die so nicht haltbar sind. Wenn man nicht nur die erste Seite liest, sondern alle, dann kann man daraus ganz andere Dinge entnehmen. Herr Drosten windet sich inzwischen raus in Artikeln, dass er ja gar keine Empfehlungen abgegeben hat. Ich glaube ihm das sogar. Ich habe ihn ja gesehen die ersten Wochen, was er da gesagt hat. Und er ist sowieso ohne Gewehr in seinem Institut, glaube ich, in der Charité. Und das RKI steht auch für nichts gerade. Und unsere Politiker haben ja eh von nichts gewusst. Das haben sie ja jeden Tag klar gemacht mit dem, was sie gesagt haben und worum sie sich gekümmert haben. Und wenn sie jetzt noch alte Studien ausgraben und da steht ihnen noch eine Mortalität von 5% drin oder irgend sowas, bitte machen Sie das nicht. Nehmen Sie die aktuellen Zahlen. Und die weisen deutlich aus, dass die Mortalität dieser Krankheit eben banal ist. Ja, also das ist keine tödliche Seuche. Das ist etwas, womit wir lange umgehen, womit unsere Krankenhäuser klarkommen, womit wir überhaupt gar kein Problem haben. Und ich kann nur sagen, das, was ich persönlich für viel gefährlicher halte, ist diesen Mob, der da gerade mobil macht. Du musst dich testen lassen, du musst zu Hause bleiben. Wir werden dich einsperren, wir werden eine Streife vorbeischicken, die dich 3-mal täglich kontrolliert und so weiter und so fort. Sorry, ich habe mich schon dazu bereits geäußert, was ich von diesen Menschen halte. Ohne Freiheit ist alles nichts. Euer ganzes Leben wird versaut. Sorry. Und deswegen müssen wir dem entschieden entgegentreten, diesem Ansinnen dieser querdenkenden Politiker, ja. Oder die, naja gut, ich will jetzt nicht die Begriffe miteinander vermischen, ne? Wo denn jetzt die Covid-Idioten sitzen?